Stell dir 5G vor. Du lädst Filme in Sekundenschnelle auf dein Handy herunter oder wirst von einem Roboter operiert, der vom anderen Ende der Welt ferngesteuert wird. Das ist kein Sci-Fi, es ist Teil der sehr nahen Zukunft. 5G wird die Art und Weise, wie wir Wireless-Technologie nutzen und wahrscheinlich unser ganzes Leben verändern. Was genau ist also 5G? Nun, es ist die nächste Generation der Mobilfunktechnologie. Es begann alles mit 1G, dem ersten Mobilfunknetz überhaupt. Wenn du dich an Handys mit Antennen erinnerst, die haben 1G verwendet. Der größte Durchbruch kam mit der Ankunft von 3G, als wir anfingen, auf unseren Smartphones im Internet zu surfen. Aber das war nur ein kleiner Schritt im technischen Fortschritt. Heute verwenden die meisten entwickelten Länder die vierte Generation, 4G, auf ihren mobilen Geräten. Wenn du diese Technologie verwendest, weißt du wahrscheinlich schon, dass du ziemlich große Dateien auf dein Smartphone oder Tablet herunterladen kannst, Videos und Musik streamen, Videoanrufe führen und vieles mehr. Allerdings ist 4G im Grunde genommen auf mobile Gadgets beschränkt, während 5G auf einem völlig anderen Niveau liegt. Natürlich wird es sich zuerst auf die mobilen Geräte auswirken. Die maximale Downloadgeschwindigkeit wird etwa 10 GB pro Sekunde betragen. Das ist das Zehnfache der maximalen Downstream-Geschwindigkeit von 4G. Und während in Wirklichkeit solche Geschwindigkeiten wahrscheinlich nicht erreicht werden, wird 5G dennoch deutlich schneller sein. Hier ein einfaches Beispiel. Mit 4G kannst du einen 8 GB großen Film in HD-Qualität in ca. 7 bis 8 Minuten herunterladen, richtig? Nun, 5G ermöglicht es dir, dies in nur 6 Sekunden zu tun. Ich frag mich, wie lange es dauern würde, bis die ganze Star Trek-Anthologie heruntergeladen ist. Aber wie gesagt, höhere Geschwindigkeit ist nur einer der zahlreichen Vorteile, die 5G zu bieten hat. Ein weiterer ist etwas, das man Latenz nennt. Latenz ist die Zeit, die benötigt wird, um Daten von einem Gerät zum anderen zu übertragen. Bei 4G liegt dieser Wert bei etwa 50 Millisekunden, also 500stel Sekunden. Es ist schneller als ein Wimpernschlag, aber für Elektronik und Technologie ist selbst eine solche Geschwindigkeit häufig nicht genug. Nehmen wir zum Beispiel automatisierte Autos. Mit der Latenzzeit von 50 Millisekunden empfängt ein selbstfahrendes Auto erst nach kurzer Verzögerung das Signal, dass sich ein Hindernis vor ihm befindet. Dies könnte die Sicherheit oder sogar das Leben derjenigen in Gefahr bringen, die sich im Auto befinden. Denn in einer Notsituation zählt jeder einzelne Moment. Mit 5G wird die Latenzzeit jedoch auf nur eine Millisekunde oder, vereinfacht gesagt, auf 1000stel Sekunde reduziert. Ich kann dir nicht mal einen guten Vergleich dafür geben. Das Signal wird nahezu sofort geliefert, was die Reaktion eines jeden Geräts erheblich beschleunigt. Das bedeutet, dass die selbstfahrenden Autos, die ich bereits erwähnt habe, in der Lage sein werden, fast alle Probleme auf der Straße zu vermeiden und sie dadurch viel sicherer werden. Ein weiteres Beispiel für den Vorteil von 5G ist die Fähigkeit der Echtzeitkommunikation. Ja, ich weiß, was du denkst. Das haben wir doch schon, oder? Nun, nicht ganz. Denn mit der Latenz und der Datenverbindungsgeschwindigkeit der 4G-Verbindung kann man nur begrenzt viel erreichen. Je mehr das Netzwerk belastet wird, desto höher ist die Latenzzeit, sodass es in einem wirklich stark ausgelasteten Netzwerk mit vielen angeschlossenen Geräten zu inakzeptablen Werten kommen kann. Wie gefällt es dir, wenn der Cursor auf deinem Bildschirm nach einer halben Sekunde auf die Bewegung deiner Maus reagiert? Schon der Gedanke daran lässt mich mit den Zehen knirschen. Gib mir einen Daumen nach oben, wenn du verstehst, was ich meine. Wie auch immer, 5G wird dieses Problem vollständig lösen. Mit einer 1 Millisekunde Basislatenz und der zehnfachen Geschwindigkeit des Datenaustausches ermöglicht es, viele Geräte in einem einzigen Netzwerk ohne Verzögerung zu verbinden. Tatsächlich gibt es bereits eine Demonstration, wie 5G in Echtzeit funktioniert. Wenn du ein Sportfan bist, kannst du es nicht verpassen. 2018 fanden die Olympischen Spiele in Pyeongchang, Südkorea, statt und sie zeigten der Welt, was für eine leistungsstarke Technologie 5G wirklich ist. Actionkameras waren an Bobschlitten befestigt und Zuschauer aus der ganzen Welt konnten zusehen, wie sie den Hang hinunterstürzten, als wären sie direkt vor Ort. Videoproduzenten sagten, dass nur 5G in der Lage sei, Echtzeitstreaming in so hoher Qualität durchzuführen. Keine Theorie mehr, Leute, das ist echt. Hast du auf die Bobschlitten gesehen? Wenn ja, dann teile uns deine Eindrücke in den Kommentaren mit. Während wir gerade beim Thema Sofortkommunikation sind, wird 5G übrigens einen der wichtigsten Bereiche unseres Lebens revolutionieren. Die Medizin.
Professor Prakar Dasgupta vom King's College London sagt, dass die neue Generation der mobilen Vernetzung einen kostengünstigeren und effizienteren Einsatz von Robotern in der Chirurgie ermöglichen wird. So können beispielsweise die heutigen Roboter nur von einem nahegelegenen Ort aus, also einem Nebenraum, manipuliert werden. 5G wird es Chirurgen ermöglichen, Patienten aus fast allen Teilen der Welt zu operieren. Dies spart sowohl Zeit als auch Geld für Reisen, für Spezialisten und Patienten. Darüber hinaus wird die Echtzeitüberwachung mit tragbaren Geräten es den Patienten ermöglichen, sicher und bequem zu Hause zu bleiben. Und selbst das ist noch nicht alles. Du weißt wahrscheinlich, was das Internet der Dinge oder IoT ist, oder? Für den Fall, dass du es nicht weißt, es ist all das intelligente Zeug, das du in deinem Haus hast. Wasserkocher, Waschmaschinen, Lampen, Soundsysteme, was auch immer. Alles, was über dein Smartphone gesteuert werden kann, ist mit dem Internet der Dinge verbunden. Derzeit reichen 4G- und Wi-Fi-Netzwerke aus, um Smart Homes zu steuern. Aber nur weil das IoT laut Ericsson Mobility Report 2017 erst in etwa 10 weiteren Jahren sein volles Potenzial entfalten wird. Bereits der aktuelle Netzwerkstandard schränkt die Effizienz des IoT, Internet der Dinge, ein. Erinnerst du dich, was ich dir über die Latenz gesagt habe? Wenn viele intelligente Geräte in einer einzigen Umgebung angeschlossen sind, sagen wir in einem voll ausgestatteten Haus, wird die Zeitspanne, in der alle Daten zwischen ihnen verarbeitet werden, immer länger. Und jetzt stell dir vor, dass es sich nicht um ein einzelnes Haus handelt, sondern um ein riesiges Unternehmen, das mit hunderten von IoT-Geräten ausgestattet ist. Natürlich wird die Latenz dort himmelhoch sein. Das ist natürlich inakzeptabel, sodass die derzeitigen Möglichkeiten des IoT oder Internet der Dinge begrenzt sind. Und das ist ein weiteres Problem, das 5G lösen wird. Mit seiner nahezu latenzfreien und hohen Datenübertragungsgeschwindigkeit ermöglicht er den Anschluss von beliebig vielen IoT-Geräten. Und mit der wachsenden Nachfrage nach dieser Art von Gadgets wird die neue Generation von Netzwerken sicherlich nützlich sein. Hey, wie wäre es, wenn du mit einem Fingertipp ein Haus umstellst? Und ich meine buchstäblich dein Haus zu verschieben. Also, 5G ist eine erstaunliche Technologie, das ist sicher. Aber wann können wir damit rechnen, dass sie sich weltweit ausbreiten wird? Nun, das ist eine knifflige Frage. Viele Regionen der Welt haben noch nicht einmal die Chance, den Komfort von 4G zu genießen. Aber auch die am weitesten entwickelten Länder, wie die USA, Japan und Südkorea, sind sich einig, dass die neue Generation von Mobilfunknetzen erst in einigen Jahren weit verbreitet sein wird. Experten von BI Intelligence sagen, dass 5G bis 2022 etwa 15% der Weltbevölkerung erreichen wird. Das ist nicht allzu lange, da stimme ich zu. Aber was ist mit dem Rest der Menschheit? Hallo? 85% ist eine Menge. Nun, es scheint, dass sie länger warten müssen. Sorry Leute, nur ein paar Jahre, bitte habt Geduld. Wie auch immer, sag mir Sonnenseite, was erwartest du persönlich von den 5G-Netzen? Lass es uns in den Kommentaren hören. Vergiss nicht, diesem Video ein Like zu geben, es mit deinen Freunden zu teilen und auf die Abo-Schaltfläche zu klicken, um immer auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben.